Hallo, war klein und in Land. Ich begrüße Sie heute zur 18. Sendung ab 21. Mai 2022. Die Schüler der Regionalschule am Schweriner See in Bad Kleinen produzieren das Fernsehprogramm für die verschiedenen Netze in der Region, sowie für das Internetfernsehen. Unsere Sendung ist von Sonnenabend bis zum darauffolgenden auf diesem Kanal laufen zu sehen. Heute bin ich, Niklas Heim, für die Produktion der Sendung verantwortlich. Was haben wir heute in unserer Sendung? War klein, die Informationen. Jetzt haben wir unter anderem aus unserem Archiv aus 2014 Feueralarm in unserer Schule. Es war nur eine Übung. Aus Wismar haben wir aktuelle Nachrichten, die wir von Wismar TV übernommen haben. Guten Tag, die Sendung wird präsentiert von TUI Laden in Bad Kleinen. Wismar, Ihr Partner für Wasserversorgung, der Lieferant für mollige Wärme. Jetzt haben wir für Sie die Filmberichte vorliegen. Gestaltung, Ausführung, Planung und Idee hat Paulina Kaminska. Jetzt haben wir unter anderem aus unserem Archiv aus 2014 Feueralarm in unserer Schule. Es war nur eine Übung. Alarm in unserer Schule am Schweriner See. Am vergangenen Mittwoch gab es ein Klingelzeichen, was einige von den Schülern noch nicht kannten. Sehen Sie diesen Beitrag. Wie gesagt, jeder kennt seinen Punkt und wir, ich bin hier vorne, ist das Hauptaugenmerk auch alle, die nochmal durchlaufen, nochmal hoch und runter gehen in den Aufgängen, ob das auch vor jedem Raum zu hören ist, beziehungsweise auch mal in den Raum reingehen, Tür zu, ob das zu hören ist, das Alarmsignal. Es war die Feueralarmsirene, ausgelöst durch Holger Lehmann, der Freiwilligen Feuerwehr Bad Klein. Nach der großen Hofpause, wir waren im Unterricht, kam dieses Alarmsignal. Und durch unsere Lehrer wurden wir aufgefordert, die Schulräume unverzüglich zu verlassen. Auf dem Schulhof trafen die Lehrer und die Schüler ein. Die 7 Feuerwehrleute, die die Zeit und auch die Sirene geprüft hatten, waren soweit zufrieden. Es war alles noch in der im Gespräch mit unserer Schulleiterin Ute Pfannendreier. Wir schreiben das alles mal zusammen. Wir haben einmal die Schule, eine Realschule, die beratet. Ob der auch funktioniert und wie laut der zu hören ist? Ja. Also wie gesagt, aber ansonsten, denke ich mal, war das so gelungen. Lass uns einmal nochmal drüber unterhalten, intern, dass ich das dann nächste Woche mit der Schulleitung dann einmal auswerten kann. Das ist ja Routine. Ja. Lutz, Dankeschön. Ja. Erstmal gut, wie gesagt, heute kurz 17 Uhr, ich rufe dich an, dann treffen wir uns in die Kita. Ja. Und dann würde ich gerne, weil ich schon mal einmal wegen Bioraum oben kam, dass wir das hier heute nachher auch nochmal machen, heute Abend. Bio, ja, da habe ich einen Fahrt nicht mit Bioraum. Einmal auslösen, hoch im Bioraum gehen, weil Andreas sagte, von wegen oben im Bioraum ist das sehr, sehr leise. Ja. Das hören wir uns dann heute Abend auch einmal an. Ne? Ja. Ich komme dann heute Abend, wie gesagt, kurz. Du hörst, wenn du hier draußen stehst, hörst du den gar nicht da drin. Nee, hier draußen hörst du nicht. Aber hier draußen ist es vielleicht auch nicht so wichtig. Aber hier draußen hörst du ja. Soll das ein Vorteil? Warum haben die gerade eine Arbeit? Ja, die haben bestimmt gerade eine Arbeit. Und auch, wir bekamen ein Gespräch mit Karl-Heinz Mayer. Und was sagte er ins Mikro? Nein, das war keine Feuerwehrübung. Wir überarbeiten die objektbezogenen Einsatzpläne für die Kindertagesstätte und die beiden Schulen und haben dabei heute hier einen Alarm ausgelöst, um zu sehen, wie funktioniert das. Wie werden die Klassen verlassen, um einige Hinweise und auch Bemerkungen dazu zu machen, wie es in Zukunft besser sein könnte. Und wie ist vorläufig das Ergebnis? Es ist in der Grundschule und auch in der Realschule recht gut gewesen. Also es gab keine großen Mängel. Okay, gut. Jetzt haben wir für Sie die Filmberichte aus Wismar vorliegen. Gestaltung, Ausführung, Planung und Idee, Paulina Kaminska.
Liebe Zuschauer, neue Woche, neues Glück und neue Sendung hier bei uns auf Wismar TV. Erster Beitrag und sagen wir mal so, ich stehe hier eigentlich ganz passend dafür, denn wir waren mit dabei bei einer Regatta in der Wismar Bucht hier hinter mir. Die fand am Samstag und Sonntag statt und meine Kollegin Charlotte Winkler und unser Kameramann haben sich aufs Wasser, haben sich auf die Wellen getraut und das Ganze begleitet. Am 14. Mai fand der 23. Bitburg-Pokal in der Wismar-Bucht statt. Um 9:30 startete die Steuermannsbesprechung zwischen den Regatta-Teilnehmern und der Jury. Hierbei wurden die Route und die Wetterverhältnisse besprochen. 21 Sportler aus Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein nahmen teil. Icke Heinrich ist für die Organisation und die Durchführung der Regatten im Yachtclub Wismar zuständig. Wir gehen dann raus aufs Wasser, nach hinten, auf den hinteren Bereich kurz vor der, ja, in Richtung Insel Pöhl und segeln dann südlich von Walfisch. Heute 4 Rennen. Unser Wettfahrtleiter Tim, der ist schon in den Vorbereitungen, der wird jetzt gleich auslaufen. Und ich gehe dann später hinterher und achte für die Ordnung auf dem Wasser als Schiedsrichterin. Die brauchen sie auch. Nach der Besprechung ging es für die Teilnehmer samt Booten gleich aufs Wasser. Die DLRG begleitete die Regatta. Zudem warf sie Bojen zur Streckenbegrenzung aus. Felix Schießer ist mit an Bord des Teams der DLRG. Er segelt seit 14 Jahren im Wismarer Segelverein. Heute begleitet er das Feld als Trainer. Er wünscht seinem Team natürlich viel Erfolg, trotz des starken Windes. Es wird anstrengend durch den vielen Wind. Da müssen sie sehr kämpfen, alle Segler. Aber ansonsten dürften die das ganz gut machen. Die sind sehr gut vorbereitet, alle. Kurz vor dem Start besprachen sich die Seglerinnen und Segler noch kurz mit ihren Trainern. Gegen 11 Uhr ertönte dann das Startsignal. Die erste Gruppe segelte los. Der Wind war stark, aber konstant, so dass die Teilnehmer einen schnellen und sauberen Start hinlegen konnten. Die zweite Gruppe startete kurz nach der ersten in die Regatta. Auch hier waren die Windverhältnisse für einen schnellen Start optimal. Beim Segeln geht es um Taktik, Geschick und Durchhaltevermögen. Viermal mussten die Teilnehmer die Strecke absegeln. 40 Minuten sollten sie pro Runde benötigen. Gegen 17 Uhr war der 23. Bitburg-Pokal am Samstag beendet. Den Sieg holte in einem Rennen der Yachtclub Wismar und im anderen der Seglerverein Braunschweig. Die nächsten zwei Regatten des Yachtclubs Wismar finden im Rahmen des Hafenfestes am 9. Juni diesen Jahres statt. Wir machen an dieser Stelle weiter mit unserem Nachrichtenblock. Einige kleine, feine Nachrichten haben wir für Sie zusammengestellt. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und viele Informationen beim Zuschauen. Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie heute zu den Kurzmeldungen auf dem Dach vom TGZ. Denn wir haben uns gedacht, bei dem schönen Wetter können wir auch mal draußen drehen. Los geht's mit einer Straßensperrung. Aufgrund von Erschließungsarbeiten auf dem ehemaligen Hewerk-Gelände finden derzeit vom 16. Mai bis zum 29. Juli in der Bürgermeisterhauptstraße zwischen der Schweriner Straße und der Kreuzung Ossietzky-Allee umfangreiche Baumaßnahmen statt. Beim ersten Bauabschnitt wird der Straßenbereich in Richtung Wonnemar für den Fahrzeugverkehr sowie für den Geh- und Radwegverkehr voll gesperrt. Der Fahrzeugverkehr wird jeweils einspurig je Richtung auf der anderen Straßenseite geführt. Ebenso muss der Fußgänger- und Radverkehr den Gehweg bzw. den Radweg auf der anderen Straßenseite nutzen. Beim zweiten Bauabschnitt dreht sich das Ganze dann einmal um. Das Polizeihauptrevier Wismar führte am Samstag, den 14. Mai, verstärkte Verkehrskontrollen durch. Im Rahmen dieser Kontrollen wurden 6 mit Betäubungsmitteln beeinflusste Fahrer festgestellt. In allen Fällen wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt für die nachfolgenden 24 Stunden untersagt. Aufgrund der anstehenden Feiertage zu Himmelfahrt und Pfingsten wird es eine Änderung der turnusmäßigen Abfuhrtermine durch den EVB geben. Die Verschiebungen beziehen sich auf die Abholung der Restmülltonnen, der Biotonnen, der Papierbehälter und Papierbündelware sowie der gelben Tonne bzw. des gelben Sacks.
Die genauen Veränderungen entnehmen Interessierte der Website des EVBs. Im Rahmen des Internationalen Museumstages am 15. Mai öffnete auch das Fantechnikum in der Hansestadt Wismar seine Türen. Bekannt für seine Ausstellungsstücke rund um die Technikgeschichte, lockte das Museum mit zwei Veranstaltungen anlässlich des Museumstages. Der Internationale Museumstag 22 steht ganz unter dem Motto Museen mit Freude entdecken und dem sind wir auch gefolgt. Also wir haben Familienführung für Jung und Alt mit einem sehr spielerischen Ansatz, wo so ein kleiner Wettbewerb dahinter steckt, das heißt geflunkert oder doch die Wahrheit, auch um alle Bereiche des Museums kennenlernen zu können in der Kürze der Zeit, maximal 45 Minuten und im Außenbereich kann man sich der physikalischen Wirkkraft eines Pendels nähern. Das Fantechnikum möchte durch den Museumstag mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Zudem möchte es als technisches Landesmuseum eine Verzahnung mit der lokalen Bevölkerung schaffen. Ich verabschiede mich an dieser Stelle schon mal von Ihnen, denn ich wünsche Ihnen eine schöne Woche. Machen Sie es gut. Bis zur nächsten Woche. Tschüss. Wir sind am Ende unserer heutigen Sendung. Wir hoffen, es war etwas Informatives für Sie dabei. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Zeit. Bleiben Sie gesund und schalten Sie in unsere nächste Sendung wieder ein. Sie wissen doch, von Sonnabend bis zum draufgehenden Sonnen sind wir mit den Nachrichten aus der Region auf diesem Kanal laufend zu sehen. Die Produktionsleitung hat Paulina Kaminska.